Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Jurassic World Evolution. Wir haben beim letzten Mal unseren ersten schönen Fleischfresser gehabt, der natürlich prompt unseren Dino gefressen hat und wir bauen unseren Park weiter aus. Wir haben die ersten Besucher und wir wagen uns direkt an die nächste Mission. Und zwar bauen Sie einen Kleiderladen und versorgen Sie mit Strom, bauen Sie eine Beobachtungsgalerie und versorgen Sie sie mit Strom. Okay, das kriegen wir hin. So, ein Kleiderladen. Den haben wir ja erforscht. Hier, da. Und den stellen wir ja, hier unten hin, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. So. Mal ein bisschen rotieren, bisschen drehen. So. Machen wir hier, ne? Machen wir hier. So. Zack. Und dann mit dem Weg hier verbinden. Und wir brauchen eine Besuchergalerie. Okay. So, Gäste. Nee. Hier ist es nicht. Ich habe ein neues Angebot, das Sie sich ansehen sollten. Jo. Zusätzliche Beobachtungsgalerien und Plattformen bauen, um die Dinosaurier-Sichtbarkeit auf mindestens 10% zu erhöhen. Okay, machen wir. Wir bauen sowieso eine Besucherplattform, das passt ja. Also hier ist kein Souvenirladen, Hotel, Schutzraum, Betriebsgebäude, ACU, Ranger. Nee. Dann Gehege. Beobachtungs- Futterstation. Oh, nice. Futterstation. Ja, das machen wir gleich. So, eine Beobachtungsgalerie. Okay. Müssen wir hier an den Zaun anscheinend bauen. So, dass man da die Dinos auch sehen kann. Dann machen wir das hier. Zack. So, direkt neben den Kleiderladen. Das ist ganz cool. Natürlich mit einem Weg verbinden. Und dann Strom. Wir brauchen Strom. Okay. Das geht ja immer nur in dem grünen Bereich. So. Das heißt, wenn wir hier irgendwo eine Station hinstellen. So. Ah, verbinden wir die hier mit dem Mast. So. Zack. Okay, dann haben wir jetzt Strom. Der Kleiderladen läuft. Die Beobachtungsgalerie auch bald. Ja, cool. Und ja, wir können weitere Expeditionen losschicken. So, wir ballern einfach mal alles durch. Mir gefällt, Was haben was wir ich denn sehe. hier? Weiter so. Triceratops. Okay. Zufriedene Gäste, genau Triceratops das will machen wir. ich. Sie sollen kleine Dinge zu schätzen wissen. So, Und und wir haben große bestimmt Dinge. wieder Die mit Fossilien. den Zähnen und den glasigen Augen, die sie im Ganzen verschlingen können. So, was haben wir hier? Den Edmontosaurus, okay? Und was haben wir hier? Oh, ein Triceratops-Bernstein. Sehr hohe Qualität. 4 Sterne. Nice. Da gucken wir mal. Oh, unser Gewinn pro Minute hier. $63.000. Das ist doch schon mal schön. Das lässt sich doch sehen. Das kann man doch schon mal ganz gut bezeichnen. So, unser Restaurant. Wir schauen mal, wie gut das hier läuft. 31 Besucher. Okay. Nehmen wir Gesamt pro Minute 63.000. 63.000. Das wäre schön. 63 Dinger. Und wir haben ein neues lebensfähiges Genom. Den Edmontosaurus. Okay. So, jetzt gucken wir mal aber, was der Triceratops hier noch kann. Zwei. Wir waren bei 48%. 4%? Wow. Das geht richtig gut. Das ist richtig, richtig stark. 20 Sekunden noch und schon 6%. Wow, vielleicht schaffen wir sogar 10%. Das wäre cool. 7. 8. Na komm, 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 komm. 9. 10, oh, 11, 11, 11, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. 11%! Yes! Cool. Ach! Die Das Leute ist ja mögen eine schön. Show. Und Hier. jetzt wird ihnen etwas geboten, weil sie Bauen diesen Sie eine Auftrag erfüllt haben. Lebendbeute-Futterstation. Oh, da ist auch gerade hier unser Ceratosaurus auch. Das heißt, wir bauen auch hier direkt mal so eine Lebendfutterstation. Und damit die Leute was zu gucken haben. Stellen wir die direkt hier vor. Ich habe so eine dumpfe Ahnung, was das ist. Hihi. Guck mal, Lebendfutter. Und was kommt raus? Eine Ziege! Ja, geil, oh. Sie haben tatsächlich die Ziege mit drin. Wie geil ist das denn? Oh! Oh! Cool! Gemacht. Unser Park macht unsere Gäste maximal glücklich. Die Hammer! Besucherzahlen spiegeln das wider. Da
Darum ist jeder neidisch auf die Unterhaltungsabteilung. Wir liefern richtig schön. Stimmt's? Wenn die Parks gut laufen, können wir hochwertigere Forschung betreiben. Das würde ich allerdings Isaac niemals ins Gesicht sagen. Ja, ich hab's gehört. Ich wollte gerade ergänzen. Nein, nein. Zu spät. Ich hab es gehört. Bis später, Doc. Uff. Nein! Du hast da jetzt eine blöde Ziege. Warum tötest du unseren Saurier? Oh Mann, oh. Er hat eine Ziege. Schweinerei. So, aber wir können dann hier nochmal eine normale Futterstation daneben packen. Fressende Dinos sind doch immer geil. So. Und dann können wir auch noch Pflanzenfresser. Und die Leute wollen ja was sehen können, ne? So, hier. Zack. So, jetzt haben wir mal für alles. Alter. Voll das Fleischbuffet hier. Aber, wenn der uns jetzt gerade die ganzen Dinos hier frisst, ne? Der Blöde. Dann müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass wir mehr Dinos haben. Okay, mehr Dinos. Boah, wir können Triceratops ausbrüten. Na, geil. Her damit. Und wir müssen aber die hier wieder... Das sind so wenige jetzt. Das sind ja schon 2 von 3 tot. Ja, definitiv müssen wir hier mehr machen. So. Neue Fossilien. Ach, Dracorex. Ach, das ist ein neuer Saurier. Oh, wie geil ist das denn? Okay, wir können jetzt hier Dracorex und Triceratops. Cool. Da fliegen wir hin. Da holen wir uns mal Material. Und schauen mal, was die letzte Expedition gefunden hat. Ah, 3 Sterne Fossil. 2 Sterne und Amphibienfossilien. Schön zum Verkaufen. Okay. So. Ah, hier, die Besuchermassen strömen schon. So, wir können auch den Struthiomimus freilassen. Und machen dann gleich noch einen neuen. Okay, aber wir müssen erstmal warten. Ein Struthiomimus. Ja. Interessant. Ja, ein interessanter Vogel. Saurier, der eine direkte Verbindung zu unseren modernen Vögeln nahelegt. Total spannend. Oh, ach, hatte ich doch einen mehr ausgebildet. Oh, der geht gleich fressen. Oh, wie süß. Na, scheint sich ja zu lohnen hier. Gucken wir mal, wie sieht's aus. Oh, so eine Handvoll Besucher ist schon drin. Ah, ein Junges war zu schwach und ist gestorben. Na, ach so, oh, Gott sei Dank. Ist der Struthiomimus gewesen, der mich ja nur so semi interessiert gerade. Weil, jetzt, yeah, geil, ein Triceratops. Ich flipp aus. Oh, das ist mal ein schönes, großes Tier hier. Jo. Er ist groß. Ich bin Owen Grady. Meine Freunde nennen mich Owen. Eigentlich nenne ich alle so. Ich habe Dinge gesehen, über die ich nicht sprechen will, aber ich fühle mich den Dinos verpflichtet. Raptoren im Speziellen. Vor allem Blue und ich haben eine besondere Verbindung. So wie Claire und ich. Aber weniger kompliziert. Ja, cool. Die haben sogar die echte Synchronstimme. Das ist geil. Jetzt sieht er noch süß aus, aber nur für eine knappe Woche. So, wir brüten noch mal einen aus. Hier so ein Edmontosaurus, den haben wir noch nicht. So, wir brüten mal so ein Edmontosaurus. Und wir haben noch einen Struthiomimus. Ah, und die Expedition ist zurück. Und was haben wir hier? Triceratops. Yes. Super, und was haben wir hier? Ein 4 Sterne Triceratops. Das ist doch total klasse. Wir können hier richtig schön einen Triceratops hochziehen. Das heißt, ich bastel hier einfach gleich, brüte noch einen zweiten Triceratops aus, oder? Schaden tut's nicht. Je mehr Dinos, umso besser. So. Ich habe diesen neuen Auftrag gerade erst erhalten und er okay. Namen. Was haben wir denn? Erhöhen Sie Ihre Dinosaurierbewertung auf 1,5 Sterne. Bessere Bewertung bringen mehr Gäste, bringen wiederum mehr Geld. Sie verstehen? Ja, schon irgendwo. Okay. Wir haben 0,8 Sterne. Okay. Wir wollen, dass sie ansteigt. Verstanden? Du
frisst jetzt aber nicht schon wieder ein, oder? Nein. Ja, genau. Brüllen darfst, fressen nicht. Ehrlich mal. So, gibt's ja nicht. Aber wir können eine neue Expedition starten. So, dann holen wir uns doch hier direkt mal so ein bisschen was vom Dracorex. Aber die Besucher tingeln hier schon echt ganz schön gut hin. So, wie sieht das denn aus mit dem Kleiderladen? Oh, Alter! Hammer, 92 Gäste. Dino-Hut. Hut oder Shirt? Aber man kann beides machen, ne? Ein Kleiderladen und da drinnen dann die Shirts vertickern. Das ist cool. Wir verkaufen mal hier für 7 und erhöhen mal das Personal. Cool. Ah, ich glaube, das... Ja, das mache ich jetzt hier nochmal hier. Wo haben wir denn Gäste? Kleiderladen. Kleiderladen. Noch einen Laden. So. Zack. Bam. Und der Edmontosaurus ist frei. Oder kann freigelassen werden. Jetzt gucken wir uns den mal an. Bin mal gespannt. Der hat was von einem Schnabeltier. Und bunt ist er. Guckt euch mal den Kopf hier an. Meine Güte. Voll grün. Hm. Dieser Dino, der Edmontosaurus, wurde erstmals in einer Grabungsstätte in Kanada entdeckt. Raten Sie mal, wo genau. Dem T-Rex schmecken diese Exemplare übrigens großartig. Na toll. Schön, dass das dem T-Rex schmeckt. So, aber wir haben hier auch den Triceratops wieder frei. Das heißt, wir lassen den jetzt auch nochmal raus und können hier noch einen neuen Dino ausbrüten. Wir sollen ja nicht alleine sein, ne? Hier für 170.000. Ah, läuft schon. So, oh, das Expeditionsteam kommt zurück. Cool, aber erstmal schicken wir es direkt gleich wieder los und holen Struthiomimus DNA. Okay. Ne, nicht Fast Food Restaurant. Oh, hier sind mittlerweile auch ganz schön viele. Das heißt, wir können die Dino-Happen jetzt auch für teurer verkaufen. So. Noch ein bisschen den Gewinn erhöhen, man. Wir brauchen ja Geld. So, Fossilienzentrum. Was haben wir denn hier? Dracorex. Okay. Sieht interessant aus. Naja, dann extrahieren wir mal DNA und gucken mal, was rumkommt. Was haben wir hier? Rhodium zum Verkaufen. Naja, gut. Bisschen Zusatzgeld. Ah ja, der Kleiderladen ist fertig. Sehr schön, da vertickern wir jetzt Shirts. Und zwar für 13. 13. 13 ist okay. Stellen nochmal ein bisschen Personal ein. Passt. Oder was haben wir hier für eine Gewinnspanne? 3 Dollar ist okay. Toter Saurier. Warum? Zur Strecke gebracht. Der frisst mir zu viel. Mann. Toll, jetzt liegt er hier rum. Einfach so zur Strecke gebracht. Der hat ihn wohl gereizt. Toll, super. Oh, 138.000 Dollar schon. Wahnsinn. So, wir haben noch einen neuen Saurier. Ah, noch einen Edmontosaurier. Stimmt. Den hatten wir. So, dann kommt der da auch noch raus. Und dann müssten wir hier nochmal so ein paar Struthiomimus ausbrüten. Wenn der blöde Typ hier alle frisst, müssen wir das ja kompensieren. Irgendwie, oder? So, da brüten wir jetzt auch noch einen. So, aber wir haben jetzt hier so einen toten Saurier. Kriege ich den jetzt auch irgendwie da weg? Der liegt da jetzt so rum. So als Aas. Das ist halt schon irgendwie uncool. Hm. Ich guck mal eben hier. Was haben wir denn hier noch so eigentlich? Rangerstation. Ah, Rangerstation ist gut. Was haben wir denn da? Ranger-Teams, Objekte reparieren, Futterstationen auffüllen, Fotos machen und Dinos behandeln. Oh,
Objekte reparieren, das ist immer gut. So, das heißt, da bauen wir jetzt mal so eine Ranger-Station hier. Würden wir es können? Irgendwo hier? Ganz schön frickelig. So, da, Ranger-Station. Zack, 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 zack. Und wir haben neue Dinos. Sieht so aus, als hätten Sie keinen Strom. Nicht gut. Bauen Sie mehr Kraftwerke oder erhöhen Sie die Produktion. Wir müssen... Wir haben keinen Strom mehr. Okay. Neues Kraftwerk. Na gut, dann bauen wir noch ein neues Kraftwerk. Soll mich jetzt nicht aufhalten. Und Kraftwerke kann man bestimmt immer gut gebrauchen. So, kriegen wir das hier oben noch irgendwo hin, damit das nicht so ganz... So. Irgendwo hier hin. Passt das noch? Terrainbeschränkung. Passt das hier hin? Nee. Da wahrscheinlich auch nicht. Nee. Müssen wir hier unten bauen. Das ist ja ärgerlich. Na gut. Wo soll ich das denn jetzt hinbauen? So. Hier anbinden. Jetzt haben wir genug Strom. Also, wenn es fertig ist. Was haben wir denn hier? Eine Gelegenheit, die Sie sich wirklich okay. Ansehen. Ja, eine erfolgreiche Expedition zu einer Grabungsstätte machen. Ich will, dass Sie mir sagen, wenn Sie etwas finden. Wenn Sie es mir nicht sagen, ja, finde ich es trotzdem heraus. Ihre Entscheidung. Das schaffen wir schon. Was haben wir hier noch? ACU-Zentrum. Schnelle Luftunterstützung für Zwischenfälle. Dinosaurier betäuben, Transportteams betäubt, verkaufen und tote Saurier zu entfernen. Oh ja, das jetzt dann ist doch glasklar hier. So kriege ich die Dinos also weg. Okay. So. Brauche ich hier noch eine Verteilerstation? So. Zack, Strom angeschlossen. Nee, Strom nicht, ein Weg. Ein Weg wollen wir es ja auch noch verbinden. So, zack. So, Ranger Teams. Ach nee, das ist das Kraftwerk. Strom ist etwas, das wir bei unseren Operationen nicht einfach ignorieren können. Ja, ja. Ohne Strom sind wir antriebslos. Ach, ich dachte schon, der wäre tot. Ah, der schläft zum Glück nur. Eieiei. So. Aber wir müssen jetzt mal hier... Sieht doch schon ganz harmonisch aus. Ich meine, die tummeln sich alle vorne. Können wir mal gucken, was haben wir hier? Ranger Team 1. Fahrzeug lenken. Ah, geil! Ich kann den Jeep selber fahren. Ja! Platz da! Ups. Hoppala. Yay! Nice! Voll die coole Rallye. Schaut mich an. Ich kann Rallye fahren. Yay. So, auffüllen. Okay. Stopp. Auffüllen. Okay. Noch mehr machen. Nein. Das hier auffüllen. Nein. Geil. Oh, komm. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der fiese Fleisch? Wo ist der Ceratosaurus? Wo ist der Gemeine? Da ist der Lump. Oh, komm her. Ja, richtig so. Richtig so. Oh, brüllen kann er schon, ne? Cool. Das ist cool. Geil. So, genug gefahren. Das ist geil. Das ist, glaube ich, mein neues Lieblingsfeature. Das ist mein neues Lieblingsfeature. So. Aufgabe hinzufügen. Nö, brauchen wir gerade gar nicht. Okay.
Ah, die fahren aber auch wie die gesenkte Sau hier. So, eine Expedition abschließen übrigens. Ja. Da haben wir noch eine. Kanada! Okay, auf nach Kanada. Kanada, oh Kanada. Und haben wir hier Fossilien noch drin? Der war doch irgendwo unterwegs. Oh, Struthiumimus. 3 Sterne. Und was haben wir hier? 4 Sterne. Und Rhenium zum Verkaufen. 3 und 4 Sterne. Das geht ja richtig ab hier. So, wir haben aber schon Dinosaurierbewertung von 1,3 Sternen. Ist der tot? Ne, der schläft. So sieht also ein schlafender Dinosaurier aus. Interessant. So, aber die machen hier auch schon so ein bisschen Herdenbildung, ne? Die bleiben so für sich, die bleiben für sich, die anderen auch. In der Herde ist man halt stärker, ne? Wir brüten einfach nochmal so ein Struthiumimus-Ding aus. Bisschen die Herde vergrößern. Vielleicht traut sich dann der fiese Fleischfresser nicht so. Vielleicht. Mal gucken. Witzig ist es schon. Also hier ist auch richtig volles Haus, ne? Also wirklich. Echt cool. Das sind auch ganz schön viele Leute hier. Kann ich hier Geld für nehmen? Ihre Gäste möchten ihre Dinos aus nächster Nähe bewundern. Das geht aber nicht. Bauen Sie Anlagen, um die Sichtbarkeit zu verbessern. Und sorgen Sie dafür, dass die Gäste auf der richtigen Seite des Sicherheitsglases stehen. Okay, alles klar. Cool. Anzeige anzeigen. Aha. Ah, sowas kann man also sehen, ja? Wenn man da drauf ist. Das ist genau der blöde Hügel davor. Eigentlich wäre die Plattform hier dann fast besser geeignet, ne? Naja, jetzt ist es zu spät. Egal. Das passt schon. So, den lassen wir noch frei und den lassen wir auch noch frei. Zur Expedition warten wir gerade drauf. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Aufträge. Wir haben Ruf. Mission 1 abgeschlossen. 1 von 3. Okay. Wir erzielen einen guten Gewinn. 145.000. Das ist gut. So, was haben wir denn jetzt hier eigentlich? Inselnavigation. Ah, hier kommt man zwischen den einzelnen Inseln hin und her. Das ist doch schön. So, Expeditionskarte. Okay, der kommt da gerade wieder. Fossis. Forschung. Oh, wir können ein bisschen Forschung machen. Das ist natürlich ganz gut hier. Ein Stahl, ne? Neuen Zaun. Das ist doch gut. So. Hier haben wir eine InGen-Datenbank. Dinosaurier. Ah, Profile. Ah, hier Bodenpflanzenfresser. Das ist natürlich praktisch. Das ist natürlich praktisch. Was haben wir hier? Fleischfresser. Wow, es geht los. Okay. Ihr Ruf ist in die Höhe geschossen. So, wir haben hier Montosaurus. Eine Belohnung für ihre Arbeit auf Isla Mantanceros erhalten. Zeug zum Verkaufen. Sehr schön. So, Expedition haben wir dann. Machen wir doch gleich noch eine Expedition, wo wir schon dabei sind. Haben wir hier hinten noch irgendwelche? Ah, hier kommt noch was. Was haben wir hier? Huayangosaurus. Okay, was ist auch immer ein Huayangosaurus ist. Was ist hier? Achso, hier waren wir schon. Genau. Okay. So, jetzt brauchen wir noch eine bessere Dino-Bewertung. Da brüten wir nennt noch einen Triceratops aus. Und noch einen Edmontosaurus. Das versuchen wir mal. Ich will jetzt nämlich auch nicht zu viele von diesen Fleischfressern hier in dem Gehege haben. Die machen sonst nur Schmuh. Vergessen Sie nicht, die Wissenschaft ist der Grund, aus dem wir hier sind. Und dieser Auftrag hilft mir, unsere Forschung voranzutreiben. Wenn Sie ihn annehmen, bekommen wir beide, was wir wollen. Okay, wir müssen noch mehr Schutzräume bauen. Um die Abdeckung zu erhöhen. Ah, hier passt das sogar. Direkt vorm Tor. Guck mal, ob ich das auch auf der anderen Seite hinkriege. Ach, hier, da, weißer Ra. Ah! Okay, dann machen wir das Ganze hier hin. So ist das ganz schön. Ach man, man lernt ja nicht aus, ne?
Schutzraumabdeckung 95%. Okay. Das kriegen wir hin. Also jetzt hat er sich so ein bisschen da eingefügt, ne? So ein bisschen. Naja. Schön. Muss ich den jetzt endlich auch mit Strom verbinden hier? Das ist das Einzige, was mir gerade fehlt. Animationen von Leuten, die da draufstehen. Hm, schade. Naja, macht ja nichts. So, hier ist auch noch. Die lassen wir gleich frei. Und ich würde sagen, die Dinos lassen wir beim nächsten Mal raus. Und was haben wir hier? Wurde er vor mich aufgezogen? Ja, das machen wir beim nächsten Mal. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Auch weiterhin hier mit mir diesen wunderschönen Dino-Park aufzubauen und den Dinos beim Wachsen und Gedeihen zuzuschauen. Wenn dem so ist, dann lasst ein Abo da, Daumen hoch und so weiter, kommentiert, wenn ihr Fragen oder sowas habt. Und ansonsten sage ich ciao, bis zum nächsten Mal hier bei Jurassic World Evolution.